So, servus miteinander, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Schade, oder leider habe ich letzte Folge schon beendet und habe dann gemerkt, dass ich nicht speichern kann. Das heißt, die muss ich jetzt ein bisschen schnippeln. Ich mache den Anfang der Folge und dann sehen wir uns wahrscheinlich in einem anderen Gewand. Mist, das wollte ich gar nicht. In einem anderen Gewand wieder. Dann wundert euch nicht, dass ich irgendwie was anderes dran habe. Hau wieder rein, Menschen. Egal. Aber du hast so viel abgenommen. Also jetzt guck mal, ich hätte sonst jetzt über 20 Minuten umsonst gespielt. Weil ein Autosave gab es auch nicht. Mal gucken, was jetzt hier los ist. Ist das nicht? Nee. Yep. Ich will meinen Pebbles. Ach, hier! Arthur's here. Das gibt's doch nicht. Arthur. Die leben hier einfach? Ich dachte, es geht jetzt weiter. Just about. Come inside. Come on, it's raining. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, we got John. Good to see you. Yeah, oh, wow. He got arrested. He ain't hung yet? Was sind alle da? Oh, nee. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Gleich mal wieder aufspielen, oder? Ein schönes Lied? Nein? Doch? Nein? Oh, look, this okay, okay. Hey! How did you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we... Oh, you. Yes. Yes. Gut, dass wir ihn damals mitgenommen haben und gefunden, ne? It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective Agency. Ich wollte mich gerade setzen, wollte gerade was trinken. Würde jetzt Bild denken. Here we go again. Oh, der hat was dabei. Sieh es. Er muss als erstes. Können wir ihn jetzt bitte stellen? Nee, ich dachte, er ist da oben auf dem Maschinengewehr. Oh, Bill hat uns verraten, sozusagen. Also, die verraten, aber. Er hat wahrscheinlich nicht so gut nachgefragt. Er hat jeden wahrscheinlich gefragt. Wie auf Bills Art. So, also. Oh Gott, was haben wir denn da wieder? Ist ja schlimmer, als wenn Pebbles so mit mir war. Where are we going? This way. There's a trapdoor into the other house. We can try to flank them. Bis dahin ist das Haus total zerschossen. Das war ja jetzt schon total. Also, ne? Ein Sieb? Ein Nudelsieb. Sag ich, wie es ist. Get up here! Ja, ich geh auch. So, haben wir hier vielleicht was Anständiges zum Schießen? Nein, haben wir nicht. Können wir den bitte...
Geh tot? War der jetzt da dabei? Boah, schönes Bild. Ja, ja, ich seh nix. Ich hab keine Ahnung. Ich seh wirklich gar nix. Schon wieder so eins? Ah! So. Yes. Jetzt soll ich wieder zurück. Okay, alles klar. Ich gebe wieder zurück. Wo ist die Gatling Gun? Wohin muss ich schießen? Eieiei. Er ist ein bisschen reingelaufen, muss ich zugeben. Oh, der hat ja gleich alles verloren. Das war's schon? Ey, ich will noch ein bisschen schießen. Leute. Naja, gut. Oh, Arthur. Save us, Arthur. Oh, man. Bill and Sadie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly, we need to leave. War Milton jetzt dabei oder nicht? Some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier. Den O'Driscoll müssen wir uns eigentlich auch noch vornehmen. Fällt gerade ein. Off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now. Please, gentlemen. Sure. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. Well, we'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Dazu wird es nicht kommen. Glaube ich nicht. Die werden nicht hängen. Nee, das glaube ich nicht. Okay, Dutch. The boy's heart. Please, do something. Okay. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Maybe at Doyle's Tavern on Million Avenue. See, was ist denn jetzt los? Ich habe noch nie was mit dir so richtig zu tun gehabt. Und jetzt geht's nur noch hier, nach da. Ne? Nase? Links. Schöner Einstieg. My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. The whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch. Oh, Dutch. Oh, das Pebbles. Crazed by all we gone through. Pebbles, bist du es? Charles, ich will jetzt nicht mit dir reden. Pebbles, bist du's? Gott sei Dank, Pebbles ist wieder da. Ach ja, Leute, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns gleich wieder, sofort wieder. Erstmal klarkommen. Bestandsaufnahme, Sadie. Ah, da geht's bestimmt uns schon. Dass wir den aus dem Gefängnis holen. Das habe ich schon Ewigkeiten da, ne? Ich kam nicht mehr in die Gegend. Beziehungsweise, nee. In die Gegend grob da, aber das ist halt da, ne? Also Leute, im Prinzip sieht es so aus. Wir haben ja schon lange keine Tour de France. Wir haben lange keine Tour mehr gemacht.
weil es ja nicht möglich war und weil wir ja Pause hatten, kurz. Ich würde gerne mit euch heute die Chance nutzen, solange es noch ein bisschen ruhig ist im Spiel, und das ist nicht mehr lange, dass wir dann Ausdruck machen. Und der Anfang der Folge, den habe ich ja zusammengeschnitten, fällt mir jetzt gerade wieder ein, oder werde ich noch. Lass uns mal ganz kurz gucken. Hier. Also. Willkommen in der neuen Welt. Das war ja da, wo wir angekommen sind, ne? So heißt es auch. Und dann sind wir gleich jetzt halt fast 4% weiter. Also, das Spiel haut jetzt ganz schön rein. Jetzt jedes Fetzelchen an Quest, das wir jetzt machen, bringt uns in großen Schritten Richtung Ende. Das wird jetzt nicht mehr so lange dauern wie die ersten 50%. Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Und das weiß ich wieder, das sind die Bäume. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Ich würde gerne jetzt mit euch nochmal hier das da abhaken. Und eigentlich hierhin. Moonstone Pond. Aber da war man doch schon. Warum ist das dann so? Anscheinend war ich da nicht so richtig. The Loft? The Loft. Ja. Mhm. Also am gescheitesten wäre es wahrscheinlich, wo kommen wir denn hin? Was wäre wahrscheinlich ein Ziel für die Schnellreise? Was könnte es denn geben? Emerald Station wahrscheinlich, ne? Okay, Leute, dann machen wir einen ruhigen. Dann machen wir Emerald Station. Kann ich von hier aus auch schnell reisen? Einen Brief gibt es auch, sehe ich gerade. Da müssten wir bei der Station da einfach abholen. Ich wette mal, dass die verflossene ist, oder? Haben wir die letztendlich jetzt doch verschreckt gehabt. Mit der letzten Aktion, ich helfe dir nicht. So, was ist das? Das ist ja mein... Was? Lakai? Ach so, ja, klar. Right? Ah, okay, ich dachte schon. Was ist denn jetzt da los? Okay, dann, dann reiten wir kurz raus. Campen kurz. Sagen jetzt erstmal Pebbles Hallo, ne? Good morning. Ja, Bild, passt schon. Pebbles, du bist doch der Beste. Die Beste eigentlich, aber ist erwascht. Sag ich jetzt noch, ich hoffe, du hast noch alles. Pebbles, wenn du nichts mehr hast, ne? Ich sag's dir. Ah, ich kann jetzt gerade gucken. Also, 2 Meter raus. Machen wir später. 2 Meter raus und dann campen. Und dann Emerald Station. So der Plan. Und einmal gucken. Also das ist jetzt wirklich alles. Das ist jetzt alles durcheinander, glaube ich, ne? Ich hatte auch die Vulkanik. Die ist gar nicht mit. Ach doch, da ist sie ja. Dann. Ja, da ist es mir eigentlich wurscht. So, das wird sich eh gerade wieder ändern, aber ich wollte einmal mal durchgucken, ob alles noch da ist. Doch, sieht so aus, ja. Oh, das passt. Dann nehmen wir die mal, die ist nicht so, ne, wertvoll von der Munition her. Und da unten haben wir ja immer unsere... Ach, wir können auch mal wieder einen Pfeil nehmen. So, und da, das Jagdmesser, das... Wikingerbein natürlich. Also, welche Frage? So. Die hat nichts auf dem Rücken. Ach so, und ja, überhaupt... Sag mal. Jetzt kann man natürlich nur die gespeicherten Sachen. Ja, komm. Nicht? Eieiei, Leute. So, dann hier. Emerald. Nicht vergessen, Emerald. Nichts anderes. Sind wir woanders? Schnellreise. Emerald. Genau. Klingt nach Dubai, ne? So. Ach ja. Wieder ein Montag weniger. 2023. Januar haben wir auch schon wieder abgehakt. War nicht gerade erst Silvester? Mensch, na ey, der Januar. Eigentlich mag ich den, aber ohne Schnee. Und abgenommen haben wir auch schon wieder. Mensch, na. So, damit wir das jetzt auch ordentlich machen. Also erst einmal... Genau, erst einmal dahin. Wird wahrscheinlich jetzt dann eine längere Folge, wenn ich das schon zusammenschneide und den Blick habe, dass ich irgendwie bei einer halben Stunde ungefähr lande und dann, ja, eine halbe Stunde schnell rum.
Und dann noch die Viertelstunde vom anderen Dings. Ich weiß gar nicht, wie viel das war. Sag mal, da doch gerade. Ja, eben. So blinkt er da nicht. Hallo. Ich hätte gerne Post. Abgeholt. Brief von Theodon. Was? Ah, lesen. Das ist wieder fies. Sehr geehrter Mr. Kilgore. Ja. Ich will also die Literaturkritik in der Zeitung lesen, aber die Geschichte von Bay Calloways letzten Abenteuer war eine ziemliche Sensation. Der Wilde Westen war gezähmt, sein durch den Appetit auf die Geschichten ist überhaupt nicht umgezügelt. Das Buch selbst ist natürlich schrecklich, trivialer Schund. Eine zuckersüße Heiligengeschichte über einen schrecklichen Kerl, aber er verkauft sich wie geschnitten Brot. Und das Beste daran, wenn man über Heilige spricht, sie sind alle schon tot. Dem Herrn sei Dank, ja. Ein weiser Mann hat mir erklärt, das Beste am Revolverheldentum sei, dass man nicht halt die Klappe verlieren könne. Entweder gewinne man Freiheit oder Ruhm. Naja, gut. Meine Kamera hinten ist ein. Naja. Calloway kann gerne die Freiheit haben. Ich nehme lieber den Ruhm und Sie haben die Friedigung, die Wahrheit hinter dem berühmten Lüge zu kennen. Oder vielleicht hat Calloway den Ruhm und ich die Freiheit. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wie auch immer, tot ist er so oder so. Erneut meinen besten Dank, oh Herr. Und die Hälfte des Gewinns dient die Veröffentlichung und Unfug zu einem. Der finde ich sehr schlecht. Cool. Ja. Danke. Aber ich habe gedacht, das ist jetzt so ein wöchentliches Einkommen? Nein? Ich habe jetzt aber nichts klingeln hören. Vielleicht war es ganz am Anfang schon, habe ich Geld bekommen, ich habe es nicht gecheckt. So, also, und jetzt. Hierhin. Ja, da ist noch ein bisschen Nebel und dann da hoch. Dann eigentlich hierhin, aber ich möchte dahin. Also dann machen wir das so. Dahin, als allererstes dahin. Und dann gucken wir wieder weiter. Bevor ich hier Pläne schmiede und dann kommt alles wieder anders. Ich habe jetzt ganz kurz, kannst du mir bitte dieses Standard-Outfit, und wir brauchen eh dann noch ein wärmeres, mal die Grizzlies vielleicht anziehen. War das nicht rot? Natürlich. Also, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Waffen. So. Ja. Gerade überlegt, ob wir das Lager abgebrochen haben, aber wir sind ja schnell gereist. Das bricht er ja automatisch ab. Oh, Pebbles, ich habe vergessen, wie langsam du bist. Vielleicht müssen wir doch nochmal irgendwann zu Frank wechseln. Bei solchen Aktionen wäre das vielleicht nicht verkehrt, ne? So, da... Ja, das wird schon passen, da waren wir auf jeden Fall drin. Und wie ist es da mit unseren Verpflegungen? Die ganzen gegrillten Sachen? Die ganzen Doch, die sind da. Ich dachte schon, weil das war sau viel. Ja, okay. Ist in Ordnung, hab nichts gesagt. So, jetzt kommen wir erstmal wieder runter. Wir genießen die letzte ruhige Folge. Vielleicht kommt noch eine dazu. Maximal zwei, aber ich glaube es nicht. Jetzt genießen wir das erstmal. Dann haben wir ja wirklich im Prinzip alles erkundet. Bis auf Blackwater. Da kommen wir ja nicht hin. Das ist ja doch, aber dann werden wir gleich abgefangen. Letzte ruhige Folge. Nee, ich will nicht aufspielen. Lass den Mann in Ruhe. So. Ah, ich freue mich so, dass wir in dieser Gegend wieder unterwegs sind. Diesen Längen- und Breitengraden. Ist ständig heißer, das hat mich schon irgendwie komischerweise belastet. Jetzt konnte ich richtig mitfühlen. Der Nebel ist weg. Da waren wir eh schon. Was ist da oben? Nix. Da ist halt ein Elch. Ne? Kein Elch, aber egal. So, da müssen wir einmal da hoch, weil ich gedacht habe, da könnte was sein. Einfach so aus dem Bauch heraus. Siehst du, ich hätte meine Aufzeichnung wieder aufblättern können. Die habe ich jetzt natürlich woanders liegen. Ist egal. Wir brauchen jetzt keine Waffen mehr. Ich habe jetzt schmeißt die eh mal wieder weg. Ist das was? Ja, wir können ja mal. Wir können ja mal so tun, als ob wir dahin wollen. Ganz fein. Super. Das ist fein gemacht. Pferde, okay. Aber kein einzelnes. Das heißt, das dürfte nichts Besonderes sein. Normalerweise. Jetzt haben wir
Wer stapft denn da dauernd? Seid ihr das? Schuh. Heute will ich nichts von euch. Heute nicht. Ich habe das mit den perfekten Fällen und so weiter erstmal satt und abgehakt. Fällt mir gerade was ein. Mir fehlt eine Stelle. Mist. Wenn man nicht dauernd drauf guckt. Mir fehlt eine Stelle in dem Spiel. Die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar ist das eine... Könnten das sein? Also gefühlt. Nee, kannst nicht mehr sagen. Weil ist es echt da, wo ich jetzt bin in der Nähe. Ist eine Stelle von so einer Kräuterhexenhütte. Da ist, glaube ich, kriegt keiner drin. Und da ist ein komisches Gebräu und das kann man trinken. Das weiß ich noch, aber was dann war. Ich glaube, dann ist man kurz ohnmächtig geworden oder irgendwas. Ei. Ich habe jetzt, das ist ja komplett. Wo ist denn das? Will der mich jetzt hinschicken? In den Tod runter wieder was? Warum ist da jetzt eine Leiche? Weißt du? Warum habe ich das jetzt überhaupt gesehen? Warum habe ich hier über nachgeguckt? Ach, Babys. Mit mir ist das nicht einfach. Vielleicht weiß von euch jemand, was ich da meine. Ich kann es echt nicht mal sagen. Es könnte aber eigentlich, kannst du noch hier sein. Diese Kräuterhütte. Kräuterhexenhütte. War ein relativ freies Plateau. Eine Hochebene halt. So. Jetzt sag nicht. Oh, shit. Okay. Hätten wir doch jetzt vor oben kommen müssen. Naja. Was ist denn das hier? Wie soll ich denn da? Lass dich mal stehen, ne? Nicht, dass dort noch was passiert mit mir. Ei. Hör auf zu rutschen. Und ganz vorsichtig. Oh, schau's dir an. Es könnte so schön sein, Arthur. Aber wie unser Fund hier schon bezeichnend. Ach so, diese Skulptur. Unser Fund sagt schon, es ist halt nicht alles schön. Das ist aber jetzt seltsam, da ist ein Hängen, ne? Und ein Kapitel, was? Steht nichts jetzt dabei? Sicht der Bergwand. Kenne ich nicht. Hab ich noch nie gesehen. Unser Guarama rum, den haben wir, glaube ich, auch ganz oft gefunden. Für was war der nochmal? Hier, ne? Nee. Ah, ich habe verwechselt, okay. Ist wurscht. Brauchen wir ihn nicht. Noch irgendwas? Ein Apfel. Ja, den Apfel nehmen wir. Und. Oh, ist das ein Goldbahn? Nee. Was ist das? Hier Schmuck halt. So, und was ist mit unseren Freunden? Affe, wie machen wir das jetzt, wenn ich jetzt da runterspringe? Also so runterputzel. Ist ganz schlecht, ne? Kannst du nicht irgendwie? Vorsichtig, kannst du nicht, ne? Okay, da war eine Leiter. So, mein Freund. Wie sieht's denn aus? Kommst du runter? Nein? Plündern. Na gut. Du ziehst das Bildhaus. Ja, sowas wollte ich, genau. So, was hat er denn? Was hat er denn gehabt? Wer auch immer dies findet, es tut mir leid. Ich war lebend schon wertlos. Tot bin ich nun noch weniger wert. Ich habe mein Leben meiner Kunst geopfert, um ein Monument für die Frau zu errichten, die ich geliebt habe. Doch dabei habe ich sie verloren. Große Kunst bewegt sich sehr langsam, doch das Herz schlägt schnell. Nun schaue ich in ihr Gesicht und sehe nur diese schrecklichen französischen Versager. Immer die Franzosen, oder was? Diesen Schmierfink, diesen zweitklassigen Kolumbi. Ach so, das war der? Ach, das war unser Franzosenkumpel. Kolumnenschreiber, diesen grobschlächtigen kleinen Ziegenbock. Ich war ein Idiot und werde neben dem Monument meiner Idiotie sterben. Ja, das ist ja ein Ding. Gibt es doch mal einen Hinweis auf ihn? Ja, der hat sich ja auch ganz schön rumgetrieben. Oh, es geht noch weiter, oder was? Immer? Hä? Hinten ist auch was drauf, aber ich kann es nicht lesen. Das ist auf Französisch? Nee. Nee, das ist, okay, alles klar, alles gut. Das war bloß auf einer Seite geschrieben, also übersetzt. Okay.
Ja, dann lasse ich dich da, weil das war ja dein letzter Wunsch, würde ich jetzt mal so rauslesen. Ich hätte jetzt gar nicht als Frau erkannt, komischerweise. Aber jetzt, ja, doch. Oh, Ava, bitte nicht. Reiß dich zusammen. Reiß dich ganz kurz. Sam. Ja, great. Sag's jetzt so, als ob das meine Schuld ist. Naja, wenigstens haben wir was entdeckt, sagen wir es mal so. Da wäre ich jetzt schon wieder dann vorbeigelatscht. Normalerweise. Okay, jetzt aber wirklich. Müssen wir auch gleich nochmal. Schön angezeigt. Müssen wir gleich nochmal übernachten. So, wo wollten wir eigentlich hin? Ich habe so ein P gesehen, ne? Das war das hier. Okay, dann wollen wir halt hier jetzt wieder zurückreiten. Naja, irgendwann wird er auftauchen. Idyllisch. Alles springt hier rum. Ja, was? What the hell? Was denn? Pilze? Okay. Ach Mensch, Pebbles. Naja, also. Come on, girl. Also. So, Pebbles, richte dich schon mal auf Regen ein. Und auf ein kleines Lager. Schön hier. Jetzt, so Leute, wie machen wir es jetzt? Also eigentlich, mein Gefühl sagt, wir müssten da, wir würden doch bestimmt irgendwie, ja, hier komm, da kommen wir da wieder raus. Und dann können wir endlich da oben die Runde machen, da unten hin. So machen wir es. Yep. Yeah. Ich schaue jetzt nicht dauernd auf die Karte, ob da wieder eine Leiche ist, ne? Ich sehe es dann später, aber ist ja wurscht. Oh ja, schöner Gebirgskart. Da, so. Jetzt, wieso bist du eigentlich angeschlagen? Sag mal. Sorry, girl. Wieso sorry? Easy, easy. So, jetzt sind wir oben. Easy now. Das sind einige Vögel. Ja, da hinten, wo diese Blumenwiese ist, das kennt man's. Hier, da, jetzt beim Kopf. Pebbles, ey. Da glaube ich, auch schon eine Hütte zu sehen. Das könnte sein. Jetzt müssen wir echt mal langsam kampieren. Ich will jetzt aber ungern hier oben das Lager aufschlagen. Weil er sonst irgendwo unten wieder landet. Und dann darf ich den ganzen Barbe wieder hochreiten. Da muss ich nur ein bisschen gucken. Hier so. Na gut, da gehen wir wieder runter. Oh Gott. Okay, nächstes Ziel erreicht.
So. Also, jetzt kann ich endlich mein Dings hier unten abhaken. Aber dann müsste ich die alte Strecke hier oder irgendwo da drüber. Und das kann man ja schon. Da oben war ich noch nicht mit euch. Also allgemein war ich da schon mal, aber nicht in diesem Spieldurchlauf. Da weiß ich, da gibt es halt die Indianer. Ne? Das steht ja auch da. Jetzt interessiert es mich aber doch mehr, ob ich das wieder finde. Aber eigentlich müssen wir auch erstmal... So, hier machen wir es so. Wir schlagen ein Lager auf und dann gehen wir da lang. Das ist die letzte Stelle, die wir... Und außen ist es auch noch kalt. Die wir auf der Karte noch nicht aufgedeckt haben. Da ist noch ein bisschen was. Ja, okay. Genau. Dann wird sich das dann... Ja, doch, das machen wir jetzt so. Der dampft richtig. Alter, Pibbitz. So, Pibbitz, jetzt erst einmal so, dass man... Ja, ich weiß schon. Der hier, ja, genau, das ist, glaube ich, ein bisschen wärmer. Das passt. Und dann unser Lager. So. Dampfen alle. Oh ja. Oh, der sieht aber echt jetzt kränklich aus, ne? Rafa. Bis zum Morgen. Entschuldigung. Dachte, da hat was geklappt. Ah, morgens in den Bergen. Ha? Lager abbrechen und gleich geht's wieder weiter. Hübsch, das haben wir noch nicht so oft angehabt. Oh Mensch, Arthur, du siehst wirklich bitter. Bitter aus, ja. So, wir wurden auch nicht so weit weg teleportiert, das ist super. Wir gehen da halt. Da oben habe ich jetzt, glaube ich, auch schon auf der Karte gesehen, dass da ein Häuschen eingetragen ist. Was ist denn jetzt? Schlange, ja. Was schon. Ja, feines Mädchen, fein. Ja, jetzt fein. Was ist jetzt mit meinem... Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so ein Engelskin jetzt schon habe. Oder eher Mistkäfer, weiß ich nicht. Au weh. Ja, was ist denn da los? War heute Nacht wahrscheinlich sehr kalt und das Zeug war nass. So, Pibbitz. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier haben. Auftrieb oder Abtrieb? Je nachdem, ne? Wie ich mich halte. Oh, jetzt schaut hier an. Wie schön kann es denn sein? Fast Hallo gesagt. Ah, herrlich. Könnte auch Abend sein, ne? So, sind wir jetzt auch richtig? Nicht, dass ich... Genau, und da... Hä? Ist schon aufgedeckt. Jetzt ist eindeutig, dass da was ist. Speichern wir aber nochmal ab, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt uns ein Problem... Also Probleme gebracht hat. Hier. Ja. Ja, komm. Ja. So, da der. Dann sind wir jetzt sowieso schon längst. Also jetzt sind wir drüber, glaube ich, über die Folge. Aber ist egal. Also mit dem Zusammenschnitt meine ich. Genau, das ist das. Ach Mensch, hätte ich jetzt bloß. Das war ziemlich schnell. Ein schneller roter Punkt. Ja, machen wir es jetzt einfach. Komm, wir machen es jetzt einfach. Jetzt sind wir da, jetzt machen wir das. Leute. Hier sammeln Riesenschrimpels. Ich habe sehr knackige Nüsse, deswegen kurz mal ausgemacht. Ja. Gut, du alte Hütte. Mhm. Die Salzinnereien. Ja, das ist unser Lieblingsessen. Eine Pflanzenfressung, Köder. Ja, das ist auch super. Kaufen wir immer gleich. Dann haben wir da noch ein komisches...
ominöses Buch, würde ich sagen. Ja, so ein Hall, man hört es ganz schlecht. So ein Rauschen. Ein Haartonikum. Was? Wo ist das Haartonikum drin? Okay. Wo wird's denn drin sein? Ja, wo soll denn das denn? Hä? Was ist denn da? Haartonikum? Überall nicht drin. Was ist das? Ja, muss jetzt denn sein? Aha. Das ist die Frage, ne? Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Aber das hat man schon mal irgendwann. Ach ja, genau, bei Waffenöl. Und ich hatte nicht so viel Waffenöl dabei, wie eigentlich die Max-Grenze wäre. Super. Schwarzgebrannte, erst einmal rein. Na gut, dann lassen wir es halt. Ich brauche ja keine Haartonikum. Ist ja egal. Wunderbar, Simon. Aber schöne Kissen hier, ne? Für so eine Hütte. Okay, dann nehmen wir nochmal die Innereien. Ach, da ist der Rabe. Schau an, da ist er ja. Guck sie ihn an. Hier. Die geht gar nicht weg. Ich muss zugeben, ich wollte jetzt eigentlich nicht werfen. Ich wollte eigentlich jetzt nur zielen. Um halt ein bisschen näher ranzukommen. Naja, jetzt ist er tot. Shit. Ach Mensch, Arthur. Ja, kannst, bleib da. Schlangenöl, bla bla, kann man jetzt nicht mitnehmen. Ja. Sollen wir uns nochmal ganz kurz außen umgucken und dann gehen wir aber wirklich ans Angemachte. Das Ding ist, ich glaube, dann tauchte man ganz weit woanders auf. Na, jetzt ist es halt dann so. Also was anderes gibt's hier nicht, ne? Ein paar Knochen noch. Das war's. Okay, also gut. Dann trinken wir einfach da raus. Warum auch nicht? Das macht man eigentlich so, wenn man irgendwo ist. Nicht wer weiß, wer da was köchelt. Ah, herrlich. So. Huch. Hat er schon nicht mehr getroffen. Da, wo es reinigen wollte. Ah. So. Was? Okay, falsche Erinnerung von mir. Wir sind einfach ein paar Meter weiter aufgetaucht, oder? Kann das mal sein? Ja. Zimmer. Nicht weit. Uns geht's eigentlich gut. Nochmal trinken kann man nicht. Macht jetzt wirklich nicht mehr, ne? Ja, sogar. Ist das ein. Ja. Ein Galgen. Also. Eine Schlinge. Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Ich dachte, da kam irgendwas. Jetzt habe ich euch Mist erzählt, aber ich dachte wirklich. Dass da irgendwas passiert ist. Allgemein, normal, Gewicht, Untergewicht, ja. Untergewicht. Ich. Ja, kein Status, glaube ich, gerade. Oder ich habe es übersehen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, dann ist es jetzt, dann ist es jetzt so, dass nichts ist. Und wir sind ja fertig. Dann gehen wir noch den Weg zusammen nach unten. Ist da schon wieder irgendwas Rotes? Was ist denn das immer? Aber diesmal ist es eine Schlange. Ja, diesmal ist es eine Schlange. Die Musik ist auch schon so lange weg. Ganz komisch. So.
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich war so sicher, dass da jetzt was passiert. In Richtung woanders aufwachen. Eine Vision. Irgendeine Hexe. Irgendwas. Wie komme ich denn da drauf? Die mich einfach nur interessant machen, das ist wahrscheinlich. Okay. Then. Die Kornschafe, okay. Da ist nochmal was. Und die Musik ist auch wieder da. Sehr schön. Ach ja, okay. Ach du du bist doch feiner, oder? Nee, bist du nicht bestimmt. Nee, du bist bestimmt kein Feiner. Du bist bestimmt überhaupt gar kein Feiner. Ach du Scheiße, ist der groß. Okay, da hat auch jemanden. Der ist aber gerade nicht gut, ne? Der ist bloß 2 Sterne. Der hat jemand gefrühstückt. Da will ich aber hingucken. Geh weg! Ey, sag mal, wir waren gar nicht so weit weg. Okay. Armes Tierchen, aber na gut. So, was hat er jetzt? Cattleman, ja gut. Die werde ich aber trotzdem mit, ne? Jetzt bist du nicht umsonst gestorben. Ach, das kann ich jetzt euch wieder nicht. So? Naja, und sonst so? Ja, Leute, aber es ist unglaublich eine Punkt, fast eine Punktlandung. Also wenn ich jetzt wirklich harte Questen weitermachen würde, wäre ich wahrscheinlich ziemlich gut fertig. Innerhalb von 2 Wochen. Wahrscheinlich sogar früher. Nie gedacht, dass man so hinkommt. Und dass wir doch jetzt weniger Folgen haben, als ich dachte. Also ich dachte, wir landen bei 120 Folgen. Aber den kann ich nicht looten, ne? Gut, dann lassen wir den. Lädt hier aus. Nehmen. Cattleman. Nee, ich will den Cattleman nicht. Ich will den nicht. Achso, der ist aber nicht vom Bären jetzt, ne? Angeknabbert, glaube ich. Sind Bären Aasfresser? Also würden die das tun? Also vielleicht nicht hauptsächlich oder gerne, sondern aber würden sie das tun? Hat er den vielleicht gar nicht umgebracht? Naja. Oh, Goldnugget. Echt jetzt? Ach, das ist ein Nugget. Ich dachte, Arren. Ja, okay, aber eben hin. Warum nicht? Also ich bin jetzt versucht, die Kettleman-Revolver aufzunehmen, aber es sind ja Kettleman. Also da brauche ich jetzt nicht... Das ist wirklich die standardigste Standardwaffe, die es so gibt, glaube ich, ne? Die werden schon nicht aufgemutzt sein. Das wäre, glaube ich, ein Plus. So, und da kommst du nicht hoch, ne? Sehe ich das richtig? Doch. Oh, cool! Da hätten wir ja sogar den Bären umgehen können. Beziehungsweise verarschen. Herr Witz, ich laufe kurz. Kommst du mit? Da hinten damit. Dachte ich, aus der Ferne noch was gesehen. Ach, das war... Okay. Alles gut. Ja, gut. Und wenn wir den jetzt halt verlieren, ist auch was. Sag mal, was ist denn hier? Was geht hier ab? Wieso habe ich so wenig Kräuter? Und da sind wir jetzt schon wieder voll. Okay, passt. Okay, das heißt das. Ja, ja, bla, bla. Okay, das haben wir. Und da ist schon der Loft. Also da haben wir wirklich nicht weit noch gehabt. Dann wären wir hier auch noch entlang gekommen. Damals. Seinerzeit. Da haben wir jetzt das alles aufgedeckt, was ich noch aufdecken wollte. Ja, ach ja, hier ist der Turm da hinten. Ja, stimmt, da waren wir echt nicht weit weg. Ach Mensch. Komm, jetzt hier. Laufen wir noch kurz hoch zusammen. In der nächsten Folge werden wir dann bei Sadie landen, denke ich, erst mal. Und schon retten. Oh, was? Oh, ne, echt? Einfach so? Okay. Da haben wir mal den 2. oder 3. Saurierknochen schon. Wow. Also da habe ich ja wirklich gar keine gefunden. Und Höhlenmalerei habe ich auch. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt einen habe. 2! Hab ich die alle übersehen? Unglaublich.
Okay. Schön. Schönes Ding. Actionreicher Anfang der Folge. Und jetzt klingen wir so aus. Boah, herrlich, oder? Ey, ich komme nicht mehr aus Schwärmen raus. Bin froh, dass wir wieder zusammen sind in dem Spiel. Und Arthur, ja? Pass auf die Zecken auf. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Servus.